Putin ist vor 22 Jahren angetreten, um Russland wieder stark zu machen, um die imperiale Stellung Russlands wiederherzustellen, um Russland Respekt zu verschaffen. Das war nicht von Anfang konfrontativ gegen den Westen ausgerichtet, aber unter dem Eindruck der NATO-Osterweiterung hat er dann ab 2007 auf ein offensives Konzept umgeschaltet. Putin denkt in geostrategischen und imperialen Kategorien. Er unterscheidet zwischen Großmächten und zwischen Vasallenstaaten, die sich gefälligst den Großmächten unterzuordnen haben. Und die Ukraine ist in seinen Augen so ein Vasallenstaat. Sein Ziel ist es, die Ukraine wieder in einen russischen Machtbereich einzugliedern. Es passt ihm nicht, dass die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit und vor allem in den letzten Jahren sich an den Westen orientiert hat und versucht hat, sich von Russland zu emanzipieren. Der Krieg zeigt, dass er zunächst versucht hat, einen schnellen Regimewechsel in Kiew herbeizuführen. Das ist nicht gelungen. Er hat erkennen müssen, dass die Ukrainer sich wehren, dass sie ihre Eigenstaatlichkeit vehement verteidigen. Und daraus hat er jetzt die Konsequenz gezogen, anders anzugreifen, Territorien von der Ukraine abzuschneiden, zu besetzen, zu annektieren und dadurch die Ukraine so zu schwächen, dass sie Russland ausgeliefert sein wird. Und in weiterer Folge wird er sicherlich versuchen, die gesamte Ukraine unter seinen Einfluss zu bekommen. Putin spricht ja nicht von Krieg, er spricht von einer militärischen Sonderoperation und die begründet er mit einer angeblichen Gefährdung Russlands durch die Ukraine, die ihm gar keine andere Wahl gelassen hätte, als zu intervenieren. Er argumentiert, die USA hätten sich eingemischt, sie hätten den Maidan inszeniert, dort einen Regime-Change herbeigeführt. Seither sei in Kiew eine Nazi-Junta an der Macht, die würde einen Krieg führen im Donbass gegen die russische Bevölkerung. Sie würde einen Genozid an den Russen verüben und deshalb müsse er dagegen vorgehen. Er müsse die Ukraine entnazifizieren, wie er sagt, und entmilitarisieren. In Wirklichkeit geht es aber auch grundsätzlich um die Existenz des ukrainischen Staates. Er spricht den Ukrainern ja ab, dass sie überhaupt eine Nation seien, sondern sagt, die sind doch eigentlich Teil der russischen Nation. Die Rede von der Entnazifizierung ist ein infamer Propagandatrick, um die Ukraine zu delegitimieren. Anknüpfungspunkt sind rechtsextreme Gruppierungen in der Ukraine, die am Maidan sichtbar gewesen sind, die aber in der Politik praktisch seither keine Rolle spielen. Von 450 Abgeordneten des ukrainischen Parlaments ist ein einziger rechtsextremer Abgeordneter gewählt worden. Daneben gibt es noch militärische Strukturen, das sogenannte Azov-Regiment. Dort sind ultranationalistische Ukrainer versammelt. Allerdings muss man sagen, auch auf russischer Seite kämpfen Rechtsextreme. Man braucht nur an die Gruppe Wagner denken, deren Anführer sich SS-Symbolik eintätowieren hat lassen. Ein Problem ist sicherlich die ukrainische Geschichtspolitik, die Stepan Bandera als einen ukrainischen Helden glorifiziert. Stepan Bandera war ein rechtsextremer ukrainischer nationalistischer Politiker, der während des Zweiten Weltkriegs versucht hat, durch Kooperation mit Hitler eine unabhängige Ukraine auszurufen. Das ist aber nicht gelungen, weil Hitler überhaupt nicht kooperiert hat mit Bandera, sondern seine Lebensraumpolitik in der Ukraine genauso verfolgt hat wie in der ganzen Sowjetunion. Und wenn man sich die Argumentation der Entnazifizierung genauer ansieht, wird auch deutlich,
dass es in Wirklichkeit um ganz was anderes geht. Nazi, und es ist eigentlich ein Synonym, eine Chiffre für jeden Ukrainer, der an der Eigenstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Ukraine festhält und sich nicht Russland unterordnet. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich davon abhängt, was das Ergebnis dieses Krieges sein könnte. Für die Ukrainer geht es um den Fortbestand ihrer Nation und den Fortbestand des Staates. Die Ukrainer versuchen, möglichst starken Widerstand zu leisten, um Russland möglichst wenig Gebiete zu überlassen. Wenn Russland jetzt durch die neue Offensive in der Ostukraine größere Territorien erobert, wenn es Russland gelingt, die Ukraine im Süden vom Schwarzen Meer abzuschneiden, dann wäre die Ukraine in einer extrem gefährdeten Lage und im Grunde künftig Russland völlig ausgeliefert. Das muss die Ukraine verhindern, dieses Ergebnis. Die Ukraine hat Kompromissangebote gemacht. Sie hat angeboten, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, neutral zu sein. Aber der Knackpunkt bei dieser Neutralität ist natürlich die Frage, wer garantiert dann die Sicherheit der Ukraine? Denn eines muss ja klar sein, bei aller Rhetorik Putins geht es nicht wirklich um die Sicherheit Russlands vor der Ukraine, sondern es geht um die Sicherheit der Ukraine vor Russland.